So. Markus Frey, Bildhauer aus Leidenschaft. Das Holz hat ihn schon früh begeistert. Dem gelernten Schreiner ist das Flair für Schnitzen in die Wiege gelegt worden. Ja, damit aufgewachsen und halt das kleine Bürzel schon Vater auf dem Hobelbank oben gesessen und immer in der Werkstatt gewesen. Ja, da ist mir so drin gewachsen. Ich wollte zwar mal zuerst Stromer lernen, aber haben wir es dann gleich anders überlegt. Man hat ja immer das Gefühl, wir müssen jetzt nicht das gleiche machen wie die Eltern und schlussendlich kommt es halt gleich so raus. So ist es gekommen, dass der Thurgauer zu Brienz die Ausbildung zum Holzbildhauer gemacht hat. Zusammen mit seinem Vater hat er das Geschäft geführt und dann später übernommen. Die beiden haben Kircheninventar restauriert und Figuren geschnitzt. In dem hat er seit 40 Jahren seine Berufung gefunden. Ja, das Material Holz ist natürlich etwas ganz Spezielles. Da gibt es so viel Verschiedenes und mit verschiedenen Eigenschaften. Und für jede Skulptur oder für jede Arbeit braucht man ein anderes Holz. Und eben, dass man etwas gestalten kann, dass etwas da ist zur Abend. Etwas, das Bestand hat. Riesen Freude, manchmal reut es einem fast zum Hergehen, was man gemacht hat, mit so viel Herzblut drin ist. Wenn der Markus Frey zu Hammer und Meißel greift, bleibt die Zeit stehen. Der 58-Jährige schreibt all seine Aufträge mit Stift auf Papier. Elektronik findet man bei ihm nicht. Auch kein Handy besitzt der Frauenfelder. Er sagt von sich selber, er sei nicht altmodisch, er mache einfach nicht alles mit. Aber genau diese Technik lässt sein Handwerk aussterben. Das Problem ist heutzutage mit der Technik, mit diesen 3D-Druckern. Die Sachen, die da kommen, da weiss man noch nicht, wann da alles geht. Eben ganze Figuren einscannen und dann mit der Maschine kann man da rausfräsen. Aber das ist von mir aus gesehen eine ganz schlechte Entwicklung, weil da an diesen Figuren da fehlt einfach der Charakter. Da fehlt das Herz. Und das spürt man auch schlussendlich. Die sehen, wenn es nicht Holz wäre, würde es aussehen wie Plastik. Und da fehlt etwas. Das ist nicht meins. Der Markus Frey ist Bildhauer mit Leib und Seele. Seine Töchter und Schwiegersöhne hätte er nicht für Schnitzen begeistern können. Darum wird er das Geschäft nur noch 7 Jahre führen. Ja, wenn man pensioniert ist, ist dann vielleicht ein Hobby, wenn man es so sagen kann. Aber ja, es zieht einfach. Ich könnte jetzt nicht eine Woche sein, ohne irgendetwas zu schnitzen. Das gehört einfach dazu. Der Markus Frey sagt von sich selber, er habe sich nicht spezialisiert. Er sei vielfältig. Und darum wird er auch noch im Alter ein gutes Auge für Formen und Freude am Gestalten haben.